Hallo und willkommen, meine lieben Freunde, im neuen Jahr, im neuen Schuljahr, also nicht Jahr, das neue Jahr ist noch etwas weiter hin. Aber die Ferien sind vorbei, meine Herrschaften, und ein neues Jahr beginnt. Hurra! Deswegen starten wir heute mit der Kategorie, was ihr nicht in der Schule lernt. Ja, heute machen wir ein wenig Biologie. Die meisten von euch werden meiner Meinung werden wahrscheinlich irgendwann in ihrem Leben Dinosaurier gern gehabt haben oder noch immer Dinosaurier gern haben. Dinosaurier sind super. Und deswegen werden wir heute etwas über Dinosaurier lernen. Erst heute ist mir das eingefallen. Und zwar, wir wissen ja relativ viel mittlerweile über Dinosaurier, aber was wir nicht oder wenig wissen, sind verschiedene Dinge wie zum Beispiel die Farbe von Dinosauriern. Ganz so eindeutig ist das nicht, was für eine Farbe sie hatten. Also sie werden ja ganz gerne in grün, grau, braun oder in Federn und die Federn dann in irgendwelchen Farben gezeigt, aber ganz so sicher kann man sich da nicht sein. Und was noch viel wichtiger ist, man weiß auch nicht genau, welche Geräusche Dinosaurier gemacht haben, denn ich meine, Dinosaurier leben schon seit relativ langer Zeit, einigen Millionen Jahren nicht mehr, und deswegen ist es schwierig. Aber hier hat euer lieber Professor Odo eine Abhilfe für euch, denn wir wissen ja alle, wer stammt von Dinosauriern ab, beziehungsweise wer ist ein moderner Dinosaurier? Ja, genau, Vögel. Das heißt, wir können durch das Studium von Vögeln herausfinden, wie Dinosaurier gelebt haben. Jurassic Park macht das ein wenig, aber in Wirklichkeit ist Jurassic Park natürlich echt doof, weil obgleich sie einige Sachen wie zum Beispiel die Bewegung von Dinosauriern als Schwarm auf die Vögel zurückgeführt haben, haben sie natürlich bei den Geräuschen und bei den Tönen und bei den Farben nicht sehr auf Vögel geachtet. Und vor allem haben sie einen Velociraptor gezeigt, der keine Federn hatte. Obwohl wir heute wissen, dass Velociraptoren mit Federn bedeckt waren. Bezüglich der Geräusche wäre es überhaupt recht einfach. Ich meine, wir hatten da den T-Rex, der hinter einem Auto herrennt und macht. So wie Sylvester Stallone bei Rocky circa. Dabei ist es doch ganz klar, dass der nächste Verwandte des T-Rex das Huhn sein muss. Immerhin haben auch Hühner ganz kleine Flügelchen. So ganz klein vorne. Das heißt, in Wirklichkeit müsste ein T-Rex gackern. Ja, vielleicht laut gackern. Bock, 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 bock. Oder krähen. Auf jeden Fall, jetzt wisst ihr, welche Geräusche Dinosaurier machen. Sie gackern. Ja, das gesagt, komme ich gleich zu meinem neuen Let's Play. Das neueste Let's Play ist ein Spiel, das ich mir vor ein paar Tagen gekauft habe. Nennt sich Thea The Awakening. Schaut ein bisschen aus wie ein Strategiespiel, ist auch ein wenig ein Strategiespiel. Kommt aber auch in der kommt aber auch in die Richtung Survival Game. Das heißt, es ist eine Welt, in der man hauptsächlich darum, in dem es hauptsächlich darum geht, dass die eigenen Charaktere in irgendeiner Weise überleben. Man kann es aber gewinnen, das heißt, es ist kein Endlosspiel, so wie zum Beispiel Don't Starve. Und es ist auch, und das kommt mir sehr zugute, kein Echtzeitspiel, sondern tatsächlich ein rundenbasiertes Spiel. Jo, ich werde jetzt abwechselnd mit dem Victoria, mit den Victoria Let's Plays dieses Let's Play hochladen und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ja, also das gesagt, wünsche ich euch viel Spaß mit meinem neuen Let's Play, Thea The Awakening. Ja, und all jene, die mich heute noch nicht gesehen haben in der Schule, das kommt ja vielleicht noch. Bis dann. Willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem neuen Let's Play, Thea, The Awakening. Fragt mich nicht, wofür Thea steht.
Oh ja, warte mal, ihr könnt mich sogar fragen. Das ist die Welt, in der wir spielen, glaube ich. Jo, worum geht's dabei? Ich habe schon im Let's Talk davor kurz gesagt, es ist eine Art Survival Game. Wir spielen. Dann starten wir mal. Gehen wir gleich mal auf ein neues Spiel. Boah, das ist aber ganz schön laut. Vielleicht, wenn wir dann die Lautstärke von den einzelnen Sachen runternehmen. Was wir machen ist, wir übernehmen einen Gott. Zurzeit habe ich nur zwei freigeschalten, Mokosch und Svarok. Mit Mokosch habe ich ein wenig gespielt, um mir mal das Spiel ein wenig anzuschauen. Weiß ich nicht, ich glaube, wir werden vielleicht bei Mokosch bleiben oder gehen wir zu Svarok, dann ist das was ganz Neues. Auf jeden Fall, wir leiten die Anhänger von dem jeweiligen Gott und wir versuchen quasi die Welt wieder zu heilen oder so irgendwie. Also jeder Gott hat seine Macht verloren, hat nur ein ganz klein wenig Macht. Ach, oh, Entschuldigung. Wenn wir öfter spielen, desto mehr Macht kriegen wir. Also wir sehen, Mokosch, das einmal, was ich gespielt habe, bin ich auf Level 2 aufgestiegen. Bei Svarok haben wir nur Level 1. Wir haben auch erst einen Erfahrungspunkt quasi gesammelt. Ups, Entschuldigung. Ja, nehmen wir Svarok, was soll's. Der kann auf Level 1 und das sind dann halt Vorteile, die wir kriegen. Segen der Sonne, von der Macht der rückkehrenden Sonne geleitet, gewinnen neue Dorfbewohner schneller an Erfahrung. Das heißt, meine Leute kriegen mehr Erfahrungspunkte, was okay ist. Schnelleres Steigen ist nicht schlecht. Ja, also wie schon gesagt, das ist eine Mischung ein wenig aus einem Survival-Game-Strategiespiel und auch Rollenspiel. Das heißt, wir haben Charaktere, die werden stärker werden mit der Zeit und auch die Schlachten sind ein bisschen so angelegt. Was ich im Let's Play noch nicht erwähnt, im Let's Talk noch nicht erwähnt habe, was ich aber jetzt kurz erwähnen werde, beziehungsweise dann auch im Spiel. Ich werde die einzelnen Charaktere, die wir drinnen haben, die können wir alle umbenennen. Und ich habe mir vorgenommen, einzelne Schüler in das Spiel einzubauen, die besonders elend sind im Unterricht. Vielleicht kann ich sie ja dann sterben lassen in irgendeiner Form. Ja, dazu seid ihr durchaus angehalten, in den Kommentaren Zeug reinzuschreiben, wer welchen Charakter übernehmen will von euch. So, der Gott der Sonne, Svarok, der Gott der Sonne und des Himmels. Ich lese mal kurz diesen Text, weil ihr ja alle nicht in der Lage seid, den Text zu lesen. Vielleicht auch wirklich nicht, wer weiß, wie gut ich das aufnehme. Der Gott der Sonne und des himmlischen Feuers, der erste Sohn Peruns. Perun und Mokosch waren die zwei Chefes am Anfang der Welt, so nach dem Motto. Als die Finsternis hereinbrach, kostete euch dies beinahe das Leben und erfüllte es euer Wesen mit ihrem Fluch. Ihr konntet jedoch am Leben festhalten und fielt auf Terra herab, um jene eure Anhänger zu beschützen, die noch am Leben waren. Mit kleinen Sonnenstrahlen und etwas Wärme gewährleistet ihr ihre Sicherheit, solange euch dies möglich war. Ihr wisst nicht, wie es der Sonne gelang, schließlich zurückzukehren. Auch wirklich nicht durch uns. Ihr wisst, ja. Doch nun müsst ihr als Licht der Hoffnung erstrahlen und den Weg für euer Volk und für Terra freimachen. Na gut, wie schon gesagt, wir kriegen mehr Erfahrung, wenn wir Erfahrung nehmen. Wir können einen Dorfschwerpunkt setzen: Sammler, Handwerker oder Krieger. Tatsächlich glaube ich, dass Sammler am besten ist. Handwerker macht so die meisten Erfahrungspunkte, aber vor allem am Anfang können Handwerker eigentlich genau nichts machen. Deswegen schauen wir, dass wir ein bisschen mehr Sammler haben, damit die Handwerker, die wenigen, die wir haben, dann auch was zu tun haben. Jo, bei der Schwierigkeitsstufe würde ich fast sagen, lassen wir das so. Ich würde allerdings noch ganz gerne. Die Weltgröße ist eh klein, das ist gut.
dadurch wird es etwas schwieriger. Ja, lassen wir die Wirtschaft auf einfach. Schwierigkeit von Herausforderungen lassen wir lieber auch so. Wie schon gesagt, ich habe nur einmal kurz gespielt. Ich möchte nicht gleich am Anfang vollkommen überfordert sein. Na, warte mal. Normal. Interessant. Ja, ist okay. Spielen wir. Was soll's. Ja, den Text habe ich euch eh schon vorgelesen. Jetzt werden wir gleich mal in diese Welt. Es hat nur dahingehend strategische Sachen. Es schaut ein bisschen aus wie Civ. Hat aber eigentlich nicht wirklich was mit ihm zu tun. Gleich. Also die Sachen schauen ein bisschen ähnlich aus. Wir können auch, soweit ich das festgestellt habe, nur ein einziges Dorf haben und das ist sowieso schon festgelegt. Das heißt, wir können uns nicht einmal aussuchen, wo das Dorf ist. Fear is awakened. Ja. Wir haben einen Welcome. Haufen No Text in dem time to Spiel. waste. You are a deity of the High Pantheon, Ja, and das lese you ich jetzt must nicht help your vor, vor allem weil es worshippers eh survive the darkness. von dem So Typen what now, gesagt you wird. ask? You are divine, yes, but you have little power, and so you will know the world through your people's eyes. This means sometimes you will encounter your own divine messengers, and maybe even face your own avatars. Weird, I know. Your first mission is to survive. Every critter is trying to make sure you stay down. So get food and craft better equipment to protect yourselves. You Ja, will guide your people to victory, either by sheer survival and Tutorial habe ich progress, gemacht, das heißt, or wir by können es solving the überspringen. cosmic tree's mystery. Ja. Gewinnen tun wir das Spiel, indem wir das Rätsel des kosmischen Baums lösen. Das habe ich bei dem letzten Spiel nicht gemacht. Ich muss zugeben, so lange habe ich nicht gespielt. Es ist zwar aufgetaucht, das Rätsel. Wir werden dann sehen, es werden die ganze Zeit irgendwelche Sachen auftauchen. Aber ich habe es nicht gelöst, weil ich einfach noch nicht stark genug war. Auch dazu dann später. Also wir All überspringen right. das. Now are you absolutely sure? There is Ja, no calling bin me back, ich. you know. Ja, ist mir wurscht. Also, when you have time, craft me 10 cooked, baked or roasted food, Okay. any type. You may want to research some varieties as well to match your supplies. Also, leave these 10 crafted foods in the village until I show up. Remember to check the magical Okay. help button to read more. Yeah, I know more about any mechanics. Das ist okay. Ja. Wir kriegen irgendwas, wenn wir ihm die 10 gekochten Sachen geben oder haben. Wir brauchen sie ihm, glaube ich, gar nicht geben. So, das ist gleich ganz interessant. Wir werden ständig irgendwelche Encounters haben und diese Encounters bringen verschiedene Dinge und unter anderem bringen sie XPs und Forschungspunkte. Zu den Forschungspunkten komme ich gleich. XPs, ihr seht das hier, wenn das voll ist, steigen unsere Typen an. Das heißt, unsere Bewohner, unsere Dorfbewohner werden stärker. Wir haben Dorfbewohner, die einerseits im Dorf sind, in Ostoja, das nennen wir anders. Odohausen. Odohausen? Nein. Odos Home. Ja, nein, was Odos Home. wir können sammeln Essen. Also wir können, ja, wir können im Dorf haben wir Produktion. Wir haben vier Typen in jedem Dorf schon mal. Also im Dorf am Anfang. Wir können auch von der Expeditionstruppe dann Leute dort lassen. Wir können am Anfang einerseits Essen produzieren im Dorf und Holz produzieren im Dorf. Ich glaube, das geht immer. Ja, wir werden dann später sehen, was man sonst noch alles so kann. So, wir brauchen jeweils zwei Runden, um das herzustellen. Wir können aber immer einen zweiten oder dritten oder noch jemanden dazugeben. Der kann, also die hier, die diese Sammelkörbe haben,
heißt, sie können sammeln. Das heißt, sie kriegen einen Bonus fürs Sammeln. Wenn du 5 Körbe hast und da vorne stehst, kriegst du 50 Punkte fürs Sammeln. Wir brauchen 60, um das Holz einzusammeln, beziehungsweise 60, um dieses Gemüse einzusammeln. Für jede Position dahinter kriegt man nicht mehr 10 Punkte pro Sammelfähigkeit, sondern nur noch 5 Punkte. Und deswegen, und wenn du gar keine Sammelfähigkeit hast, kriegst du, glaube ich, nur 2 Punkte, ja, 52. Aber der wird was anderes machen, also wird er jetzt nicht mitsammeln. Der kann nämlich was anderes auch noch produzieren. Was der nämlich kann, ist, der hat so einen Hammer. Das ist Herstellen. Wir haben hier auch Herstellen. Wir können am Anfang ein paar Dinge herstellen, und zwar, wir haben 4 Rezepte quasi. Eines für Essen, wir sollen ja auch Essen herstellen, eines für Kleidung, eins für Werkzeuge, die dann quasi die Typen in der Hand halten können, und Sammelwerkzeuge. Das ist dann das, was die in der Hand haben können. Diese Werkzeuge hier machen das da besser, das heißt, die verbessern diese Attribute. Können wir aber zurzeit nicht machen, ihr seht, dass es rot umrandet, weil uns etwas fehlt. Für so ein Ding, um es herzustellen, brauchen wir immer einen primären Rohstoff, einen sekundären Rohstoff und einen Katalysator. Also Katalysator ist ein fürchterliches Wort dafür. Irgendwas, was das Ganze zusammenhält im Großen und Ganzen. Und ihr seht, also da zum Beispiel können wir Leder verwenden als sekundären Stoff, oder wir können was zum, also Seide oder Spinnenseide verwenden. Also Seil oder Spinnenseide verwenden oder auch Kletterpflanzen, auch das ginge. Oder Ton haben wir zurzeit nicht. Wir können als Katalysator Holz verwenden. Wir haben auch Dunkelholz und Elfenholz, oder wir können auch Kohle verwenden. Aber, und das ist das Entscheidende, weswegen wir das nicht herstellen können, wir haben keinen primären Rohstoff. Also weder Strom noch was Ähnliches. Das heißt, wir können das nicht herstellen. Kleidung hingegen können wir. Wir haben alles, was wir für Kleidung brauchen. Wir haben da zum Beispiel Topaz. Nein, haben wir nicht genug. Wir haben nur 5 von den Dingen. Aber wir haben Seide und Leder. Also wenn wir da zum Beispiel die Spinnenseide und das Leder verwenden würden. Dann sehen wir, wir könnten Seidentunika herstellen. Werden wir aber jetzt, glaube ich, nicht machen. Die bietet 3 Rüstungsschutz, hat ein Gewicht von 16, und das ist wichtig, das sind 7 Forschungspunkte. Forschungspunkte stehen hier. Wenn die voll sind, können wir dann eine Forschung betreiben. Ja, nochmal da rein, weil wir wollen trotzdem was herstellen, nämlich Essen, wenn wir am Anfang herstellen. Wir haben am Anfang schon Fleisch und wir verwenden Holz. Da könnten wir Dörrfleisch herstellen, das passt. Das bringt keine Forschungspunkte, wie ihr seht. Hat den Vorteil, wenn wir das machen, also mit einem Mal herstellen kriegen wir 8 Stück, obwohl wir nur 4 Fleisch her verwenden. Das ist insgesamt auch leichter. Das heißt, wir produzieren dadurch sinnvoller Nahrung. Auch das geht nicht in einer Runde. Auch da brauchen wir 2 Runden. Wie hier beim Holz. Das ist aber okay. Gut, dann können wir hier auch noch was bauen. Also das Gebäude. Zurzeit können wir nur ein einziges Gebäude bauen, nämlich Weiden, und nicht einmal das, weil die sind relativ teuer. Die brauchen Holz oder Steine als primäres, dann verschiedenes Essen als sekundäres und als Katalysator noch irgendwelche Sachen. Weiden sind dazu da, um mehr Leute anzulocken in die Stadt. Gut, wir haben ein Inventar. Da sind alle Rohstoffe drinnen. Und jeder unserer Charaktere ist auch mit irgendetwas ausgerüstet. Allzu viel Ausrüstung haben wir nicht.
Wir haben gerade einmal 4 Waffen für unsere Leute im Dorf, aber noch keine Rüstungen. Das heißt, wir werden dann vielleicht doch Kleidung bauen auch. In kürzester Zeit. Wir werden dann auch mit unserer Expedition beginnen, außerhalb zu sammeln und Dinge nach Hause zu bringen. So. Was kann denn das? Eins Rüstung, eins Folklore, eins Finte. Naja. Für die Stadt ist das jetzt nicht so interessant. Wir haben hier eine scharfe Hüfte, das ist eine Art Axt. Die macht 5 Schaden, aus Knochen ist die. Ja, wirklich viel ändern können wir da jetzt eh nicht. Jo, du hast da einen beschlagenen Stab. Na bitte. Hinjo hat ein zweihändiges Schwert. Und Grajuna hat auch ein zweihändiges Schwert. Puh, das ist nicht nur so schlecht. Vielleicht gehen wir das einem von denen, die raus draußen sind. Ja, draußen, hier haben wir auch noch Leute. Mal gucken auf die Ausrüstung. Hier haben wir 6 Dorfbewohner, die halt herumirren in der Landschaft. Jeder hat auch einen Beruf, also der ist zum Beispiel Jäger. Sie ist Kriegerin. Ja, noch ein Krieger. Was ist er? Was ist das? Magier? Nein, Handwerker. Echt, wenn man Handwerker auch draußen schon was an. Und das ist ein Sammler. Ah ja, genau. Wir haben ja unseren. Wir haben ja als Spezialding Sammler genommen. Auch die haben alle eine Waffe. Einige von denen haben sogar eine Rüstung. Die Krieger nehme ich mal an. Rüstung 6 und Rüstung 10. Wow. Matriduja. Das ist ein Mädel. Die hat ein Monster. Eine Monster-Axt. Sie hat, naja, einen eher lächerlichen Stab. Und sie hat ein Schwert. Naja, okay. Sie könnte auch ein Schild tragen. Schauen wir mal. Rüstung 3, Abschirmung 4. Gewicht 120. Das geht sich nicht aus. Das hier hat auch 120. Das geht auch nicht. Sonst noch einen mit einhändigen Waffen. Er hier hat ein Amethystschwert. Schaut er das an. Aber er kann das auch nicht tragen. Er hat nur noch 60. Na okay. Was wir natürlich machen könnten. Wäre dieses Schwert. Weg. Naja, dann kann der aber nicht das tragen. Schade. Nein, das ist schlecht. Was ist mit. Nein, du kannst diese Axt auch nicht tragen. Wie schwer ist der Stab? 78. Oh! Sie kann auf jeden Fall. Sie kann das auf jeden Fall machen. Das bessere von den 2 Schwertern, nämlich das da. Plus eine von den Schilden. Das bessere 3 und 3. 3 und 4. Na, schaut was an. Schaut schon recht gut aus. So, wer hat da jetzt sein Schwert hergegeben? Sie. Gut, das heißt, du kriegst das da. Gut. Ja, Vorräte verwalten. Nein, die Weiden wird sie bitte nicht verbrennen. Die kann nämlich als. Also als na, als Stroh einsetzen. Wenn wir dann hergeben nachher. Ja, was haben wir denn da? Interessant, wieso haben die all dieses Zeug bei sich? Die werden also relativ schnell nach Odus Home gehen und dort einen Haufen Zeug verkaufen.
offen. Aber zuerst gehen wir mal daher, weil das sind Orte, die man erkunden kann. Das machen wir doch gleich. You stumble across some ruins of an old city, engulfed in mist and mystery. Ja, dann durchsuchen wir sie. You search the buildings and discover a supply store still intact. Keine Monster. Nehmt die Beute und verlasst es. Wir kriegen XPs und Forschungspunkte. Ausgezeichnet. Und hier haben wir noch dazu ein Lager von hungrigen Untoten. Ich glaube, das werden wir gleich angreifen und dann seht ihr auch gleich das Kampfsystem. Ja, der untote Abschaum muss nun getötet werden. So, wir haben zwei zerbrochene Skelette und einen untoten Leichnam. Wir beginnen den Kampf. Der Kampf ist eine Art Kartensystem. Jeder unserer Typen ist eine Karte und wir haben das immer in zwei Teile geteilt, in die offensive Hand und in die taktische Hand. Die offensive Hand, das sind die Leute, die quasi sofort ausgespielt werden können und auch gleich quasi einen Angriff machen können. Die taktische Hand kann zwar auch ausgespielt werden, aber die können erst in der zweiten Kampfrunde dann was tun, beziehungsweise die haben dann verschiedene Fähigkeiten, die sie auch einsetzen können, also verwirren zum Beispiel. Grundsätzlich ist es so, wenn wir im Kampf sind, und wir werden später sehen, es gibt nicht nur den rein physischen Kampf, den wir jetzt gerade machen, sondern auch noch andere, gibt es bessere und schlechtere, je nachdem, was für einen Kampf wir haben. Wir können einmal neu mischen, dann sind möglicherweise andere in der offensiven Hand. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht ideal. Also die zwei stärksten, also der absolut stärkste Kämpfer, wo ist das eine Sie? Schwer zu sagen. Ist sie hier? Sie macht 23 Schaden. Sie hätte ich schon ganz gern da vorne. Vielleicht versuchen wir es mal neu zu mischen. Kann natürlich auch Pech haben, aber wir haben Glück gehabt. Sie ist jetzt vorne in der Hand. Dafür ist sie nach hinten, was auch schlecht ist. Sie wäre auch sehr gut als Kämpferin. Sie ist sicher die zweitstärkste. Na gut. Soll sein. Jetzt können wir sie nicht mehr ändern. So, dann wird entschieden. Manchmal startet der Gegner, manchmal starten wir. Das ist zufällig, wer startet. Wir haben Glück, wir starten. Spielen wir mal ihn aus, dann ist er mal im Spiel. Ganz vorne. Jetzt darf der andere eine Karte spielen. Er spielt einen untoten Leichnam. So. Der hat da 9 Rüstungsschutz und 21 Lebenspunkte. Wir haben nur 24 Lebenspunkte, aber keinen Rüstungsschutz. Das ist Rüstung zum Beispiel. So, was wir jetzt machen könnten, wir haben hier ein normales Schwert. Das da bedeutet, dass wir vor dem Skelett, vor dem untoten Leichnam kommen und noch dazu ihm bereits Schaden verursachen. Und ich glaube, das werden wir sogar glatt machen. Weil die beiden zusammen können ihn töten. Dann kann er nicht mehr schlagen. Der Kampf läuft dann so ab, dass von ganz links nach ganz rechts alle abgehandelt werden. Und im Endeffekt ist es so, dann wollen wir ihn auch gleich rausgeben. Schauen wir mal, was er noch hat. Okay. Gut, also er kann ihn nicht umbringen. Er ist aber ein Stufe 1 Skelett, das heißt, wir können ihn verwirren. Aber was wir vorher machen, ist das Gegentaktik. Das wird nämlich diese Karte da möglicherweise ablagern, wenn die Karte nicht stärker als Stufe 5 ist. Machen wir das doch glatt. Und tatsächlich ist es nur Stärke Stufe 2. Das ist gut. Jetzt hat er keine Karten mehr zum Spielen. Das heißt, ich darf meine letzten spielen. Das heißt, wir machen Verwirren. Dadurch darf er in der ersten Runde nicht mitkämpfen. Und damit ich euch zeige, was der kann, ist... Also einerseits könnte er erste Aktion machen. Er könnte ihn ganz am Anfang der Reihe setzen. Wir werden ihn aber vorstoßen lassen. Das heißt, wir geben ihn auch ins Spiel. Dadurch kommt er hinein. Er hat auch diesen Stichschaden, so wie sie. Deswegen wird er vor ihn gesetzt. Er hat auch diese Fragezeichen wie er, wenn er aus der Taktikhand kommt. Deswegen darf er in der ersten Runde nicht zuschlagen.
Gut, diesen Kampf werden wir gewinnen. So, ihr seht jetzt, als erstes kommt Mati Duscha dran und macht einmal Schaden. Dann kommt Andela dran und der Leichnam ist weg. Und er macht auch noch Schaden. So, das war die erste Kampfphase. Zweite Kampfphase. So, jetzt greifen wir noch alle Karten an, die da drinnen sind. Weil wenn irgendeine Karte übrig bleibt nach diesen zwei Kampfphasen, kommt es zu einer neuen Kampfrunde. So, wir kriegen ein Schild. Was kann das? Ist genau das gleiche wie das, was wir schon haben. Einen Knochen und, hey, einen Metallring mit Ableckung 1. Das ist bei Schleichen und Jagen Herausforderungen gut und Rüstung 1 ist okay. Passt. So, und mit dem Rest gehen wir zurück nach Hause. Weil, dann werden wir gleich zu Hause Sachen hin und her schieben. Ja, das gibt her. Das haben wir gerade gefunden, das gehen wir her. Das gehen wir auch her. Das brauchen wir alles nicht in der Gruppe. In der Gruppe brauchen wir eigentlich nur das Essen. Warum essen? Wir essen jeden Tag. Also, ja, genau deswegen brauchen wir das Essen. So. Außerdem werden wir das mitnehmen. Das ist nämlich auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt haben wir da schon 5 Weiden. Das heißt, wir können ein Sammelwerkzeug bauen dann gleich. So, ausrüsten. Wir gehen zur Expedition 1. Wir haben da 2 Sachen, die wir ausrüsten können. Den Metallring. Der bringt plus 1 Rüstung. Und 1 Ablenkung. Das geben wir vielleicht dem Bolko, weil der hat sonst eh noch nichts. Nilopets kriegt das. Das ist auch immerhin 1 Rüstung. Hey, aber, ach so. Schauen wir mal. Was habt ihr? Habt ihr keine? Wir hatten diese Axt. Wie schwer ist denn diese Axt? 120 und 120 sind 240. Vielleicht gehen wir die dem Typen, dem Nilopets, und dann kann er nämlich auch ein Schild nehmen, 3-4 oder 3-3, nehmen wir 3-4 natürlich, genau, das geht sich aus. Gut, dann ist er wenigstens etwas besser geschützt. Ein bisschen, nicht viel. So, das da ist aber eine relativ gute Stichwaffe. Besser als das da, oder? Ja, macht mehr Schaden. Was heißt, wir geben den da rein? Das ist zwar nicht so stark wie... Na, no, um einiges nicht so stark ist gut. So, schauen wir mal. Nein, auch das ist stärker. Und du? Oh, das ist ja... Achso, das hat Abstimmung 5. Na gut, Schwerter sind deswegen ganz nett, weil sie... Man, mit Schwertern kann man parieren. Das heißt, sie bieten auch ein bisschen einen Rüstungsschutz. Meistens eigentlich gar nicht einmal so schlechten. Das heißt, wir lassen das vielleicht so. Gut, dann werden wir aber diesen Stab hier auch darüber geben. Und den einen, dem wir das Schwert weggenommen haben, die Axt weggenommen haben, geben wir den Stab. Die Stadt wird auch manchmal angegriffen. Das heißt, es macht Sinn, dass man auch die Handwerker in irgendeiner Form verteidigt sind. So, dann gehen wir zurück zur Produktion und zum Herstellen. Jetzt können wir nämlich ein Sammelwerkzeug herstellen.
weil wir da oben das haben, das machen wir doch glatt. Und da die Seite, weil dadurch wird es besser. Und das Katalysator nehmen wir das da. So, das bringt 4 Sammeln immerhin und 11 Forschungspunkte. Das ist absolut großartig. Wenn wir zum Beispiel nur das nehmen würden, hätten wir nur 7 Forschungspunkte und wir würden nur 3 Sammeln nehmen. Das heißt, je besser die Gegenstände sind, mit denen wir das anfertigen, desto mehr Erfahrung kriegen wir und desto besser werden auch die Dinge. Das heißt, wir haben auch ein Crafting-System, so wie in anderen von diesen Survival-Games. Und wir müssen einige von diesen, also viele von den Rohstoffen müssen wir auch erst freischalten durch Forschung. Entschuldigung. Das bedeutet, wir müssen Dinge erforschen. Bestätigen. So. Und wir ihn gleich da reinsetzen. Und wenn er damit fertig ist, wird er dann das Essen herstellen. Oder sie. Dobrognjeva klingt nach Frau. Ja, vielleicht wundert ihr euch den Namen wegen. Das kommt offensichtlich alles aus der slawischen Mythologie, was ich ganz interessant finde. So, schauen wir mal. Könnt ihr euch noch bewegen? Jo, da unten ist auch irgendwas Rotes. Das heißt, bewegen wir uns mal da Richtung Rot. Was ist das? Keine Ahnung. Nächste Runde. Hey! 5 verunstaltete Fledermäuse greifen uns an. Ja, dann kämpfen wir. Am Anfang ist es meistens sinnvoller, diese Kämpfe zu machen. Wenn man dann etwas stärker ist, kann man diese kleinen Kämpfe auch automatisch machen. Was haben wir da? Wir können es wieder riskieren. Ja, wir riskieren. Ah, sehr gut. Die zwei sind in einem. Und der ist auch drinnen. Wow, nicht schlecht. Und wir fangen wieder an. Wir setzen aber sie als erstes ein, weil sie hat extrem gute. Achso, nein, vielleicht doch nicht. Weil ihn möchte ich auch reinhauen. Machen wir doch ihn. Zuerst. Passt. Er hat nämlich auch eine relativ gute. Ah, na gut. Bei diesen Viechern ist das echt egal. Die halten ja gar nichts aus. Das hätten wir auch automatisch machen lassen können. Na gut, wenn er jetzt reinkommt, wird diese Fledermaus tot sein. Mhm. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel machen. Da geben wir einfach nur alles rein und aus. Ja, was können wir noch machen? Wir können einen Verbündeten schützen. Wir können Gegentaktik machen, das kennt sie jetzt eh schon. Erste Aktion auch. Machen wir auf Gegentaktik 2, das passt, weil es war auch ein 2er. Okay. Und das passt. Also diesen Kampf haben wir schon gewonnen. Arme Fledermäuse, warum greifen sie uns auch an, dumme Viecher? Okay, wir hätten sie angegriffen, wenn sie uns nicht angegriffen hätten. Wir haben gekriegt Fleisch, Geflügel. Wenn ich sehe. Oh, wir haben ein Sammelwerkzeug gefunden. Nur sammeln 1, schade. Das ist schlecht. Schwach, schwach, schwach. Naja, besser als ein Stein am Schädel, könnte man sagen. So. Wir produzieren das nicht. Wir sehen, in unseren beiden Gruppen sind Typen gestorben. Also wir haben genügend Erfahrungspunkte gekriegt, um
zu steigen. Wir haben in unserer Kämpfer, also in unserer Expeditionsgruppe, dreimal Stärke gekriegt. Einmal Gesundheit, einmal Geschicklichkeit und einmal Wille. Jo, ist auch nicht schlecht. So, wir werden die gleich einmal ausrüsten. Dieses Werkzeug. Hast du noch? Kannst du das noch zu dir nehmen? Andela. Jop. Gut, und im Dorf haben wir gekriegt Folklore, Wahrnehmung, Wahrnehmung und Stärke. Naja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt sammeln oder so. Irgendwas wäre gut, wenn wir gewonnen hätten. Und wir haben auch einmal Forschung gekriegt. So, wir können bei der Forschung, können wir machen, wir können Dinge erforschen, also quasi Rohstoffe, die wir finden können. Das Nette daran ist, wenn wir da eines erforschen, dann kriegen wir gleich einen Teil davon. Also kriegen wir gleich 5 davon. Und wir sehen auf der Karte einen Ort, wo man das abbauen kann. Die Weiden zum Beispiel wären ganz gut. Also aus dem ersten Spiel habe ich in Erfahrung gebracht, dass das vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist. Das brauchen wir hauptsächlich für... wir könnten aber natürlich auch da irgendwas machen. Schwerter oder so irgendwas gleich mal. Oder Bögen. Was ist denn das? Gebratene Gerichte und gebackene Gerichte. Schau dir was an. Oh, Stäbe. Oder Knüppel und nachher kommen gleich Hämmer. Die haben auch einen interessanten Schaden. Die machen nämlich einen Schaden so, dass sie nicht nur den einen treffen, den sie treffen, sondern wenn sie mehr Schaden machen, auch den nächsten treffen. Ja, oder Stäbe, die machen diesen Spitzschaden, damit man schneller reinkommt. Aber ich glaube, wir werden da, bevor wir das da machen, eher sowas machen. Die Weiden sind auf jeden Fall wichtig. Die nehmen wir doch glatt. So, wo finden wir denn Weiden? Da drüben. Gar nicht einmal so weit weg von uns. Das ist gut. Dann gehen wir gleich einmal in die Richtung und sammeln gleich ein bisschen was. Vielleicht. Außerdem haben wir da irgendwelche Sachen, die wir forschen können. Das passt dann schon. Das passt dann schon. So, ich sehe gerade, wir haben nur für 5 Tage Feuerholz und für 11 Tage Essen. Wir hätten ein bisschen mehr Holz mitnehmen sollen. Egal. Das machen wir dann das nächste Mal. Sind Bösewichte, Ratten oder so irgendwas. Ja, an dieser Stelle werden wir aufhören für heute. Ich hoffe, dass dieses Let's Play euch gefallen wird. Da haben wir Stroh, das ist schön. Ja, Beiden ist eigentlich super nah. Sogar wirklich super nah. Schilfrohr, vielleicht gehen wir dann in die Richtung auch. Ich weiß zwar nicht genau, was man mit Schilfrohr machen kann, aber immerhin. Da, Spinnennest. Und? Was ist das? Keine Ahnung. Gut, also das nächste Mal schauen wir weiter und schauen, ob wir Thea retten können vor den Bösewichten. Bis dann, Herrschaften.